Hallo, meine Lieben. Ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es darum, wie dein Gegenüber zu dir steht. Ja, ich schaue mir einfach dein Gegenüber an und werde dir berichten. Du entscheidest, wer dein Gegenüber sein soll. Ja, jetzt kannst du zum Beispiel festlegen, wer er oder sie sein soll. Es kann zum Beispiel ein Herzensmensch sein, es kann dein Partner sein, deine Partnerin, kann zum Beispiel jemand aus der Familie sein, jemand von der Arbeit, jemand aus deinem Freundeskreis, ja. Ich gucke mir einfach diesen Menschen an, wie er oder sie so zu dir steht. Schau, inwieweit du mit den Aussagen der Karten in Resonanz gehen kannst. Ich fange jetzt einfach mal an, die Karten für dich zu mischen. Wie steht dein Gegenüber zu dir? Das ist hier ganz schön stark. Die Karten sind hier in dieser Legung sehr aussagekräftig. Ja, die oberste Reihe, da habe ich nur die Karten der großen Arkana. Und unten habe ich auch hier einiges. Ich habe das hier so bei deinem Gegenüber, ja. Dass dein Gegenüber momentan Schwierigkeiten hat. Ich habe hier Probleme. Ich habe hier im Hintergrund, habe ich bei deinem Gegenüber Probleme. Vielleicht weißt du nichts davon. Vielleicht hat dir dein Gegenüber nicht gesagt, dass er oder sie hier Probleme hat, Schwierigkeiten, Komplikationen. Ich sehe hier auch so ein bisschen Abgeschiedenheit, sich ein bisschen zurückhalten, zumindest zurückhalten in Bezug auf dich. Vielleicht auch generell hat sich dein Gegenüber hier irgendwo so entweder zurückgezogen oder hält sich irgendwie zurück, gibt nicht alles, ist nicht total präsent. Vielleicht nur ein bisschen siehst du was von deinem Gegenüber oder hörst nur ein bisschen was von ihm oder ihr. Kann sein, dass auch komplett Stille herrscht. Kann hier auch so gedeutet werden, dass totale Stille zwischen euch beiden herrscht. Zumindest jetzt, ja. Und ich habe das so, es hat Gründe, wieso, weshalb, warum. Und das sind Gründe, die so im Hintergrund sind. Und dein Gegenüber möchte das nicht an die große Glocke hängen. Vielleicht hat er oder sie hier und da mal was fallen gelassen, aber so richtig drüber gesprochen oder das gezeigt hat dein Gegenüber hier nicht. Ich habe das versteckt. Ich habe das hier sehr versteckt. Ja, und auch sich komplett einschränken bzw. sich eingeschränkt fühlen in irgendeiner Art und Weise. Ja, deswegen, ich habe das hier, das kann jemand sein, den du liebst, für den du Gefühle hast, kann aber auch jemand sein, zum Beispiel von der Arbeit, ja, oder eine Freundin, ein Freund, jemand aus der Familie. Die Karten, das ist hier sehr allgemein gehalten, deswegen, das kann wirklich jeder sein. Und die Situation bei diesem Menschen, ich habe das hier so, dass das im Vordergrund möchte diese Person glänzen, möchte sich darstellen als jemand sehr, sehr Starkes. Ich habe hier die Herrscherin, ja. Und im Hintergrund ist es aber so, dass da doch nicht alles so gut aussieht, ja, wie man das gerne zeigen möchte oder wie man das gerne darstellt. Da gibt es wirklich irgendetwas, was negativ ist bei deinem Gegenüber, was irgendwie hinderlich sich auswirkt auf
auf dich, auf eure Verbindung, auf das, was zwischen euch ist. Ja, und ich habe auch bei einigen so einen Stillstand, beziehungsweise es tut sich was, aber sehr wenig, zu wenig. Aber wie steht dein Gegenüber jetzt konkret zu dir? Das war jetzt erstmal hier so eine Situationsbeschreibung von deinem Gegenüber, weil mir das in erster Linie die Karten gezeigt haben, damit du vielleicht das Ganze so ein bisschen einordnen kannst und schauen kannst, ob vielleicht diese Legung doch für dich ist. Also zum Beispiel kann sein, kein Kontakt, kann zum Beispiel hier so sein, geblockt, zurückgezogen, beziehungsweise es kommt wirklich wenig. Dein Gegenüber möchte aber hier viel, viel mehr. Hier die Herrscherin, die Welt und das Rad des Schicksals. Und zwar sieht dich dein Gegenüber in erster Linie auch hier, weil er oder sie sieht sich, beziehungsweise möchte stark wirken, aber dich sieht dein Gegenüber, empfindet dein Gegenüber als hier die Herrscherin. Ja, du bist die Herrscherin für dein Gegenüber. Jemand, der sehr stark ist, den man nicht übersehen kann. Jemand, der große Bedeutung hat für dein Gegenüber. Sehr große Bedeutung. Du hast eine große Bedeutung für dein Gegenüber. Vielleicht weißt du das gar nicht. Vielleicht hat er oder sie dir das nie gesagt. Aber ich habe das hier so, dass dein Gegenüber viel von dir hält. Ja, sehr viel. Und du kannst hier auch aus nichts sehr viel machen. So sieht dich dein Gegenüber. Du bringst alles zum Blühen. Du bringst alles zum Wachsen. Du hast hier zum Beispiel, kann sein, dass du ein gutes Händchen hast für Pflanzen oder kannst gut mit Tieren oder kannst gut mit Menschen. Also ich bekomme hier sowas rein. Dein Gegenüber denkt und sieht dich so als jemand, der ein gutes Händchen hat für irgendetwas. Du bist in irgendeiner Sache, ja, sehr, sehr gut. Und auch nicht nur in dieser Sache, sondern hier auch generell, komplett, hast du auch vielleicht auch alles unter Kontrolle. So sieht dich dein Gegenüber. Vielleicht ist es gar nicht so, ja. Vielleicht denkst du von dir, oh mein Gott, dieses Chaos, ja. Aber dein Gegenüber sieht dich so, dass du alles unter Kontrolle hast. Du kannst sehr viel machen. Du machst auch sehr viel. Du hast vielleicht auch schon sehr viel erreicht, ja, für deinen Gegenüber. Was du von dir hältst, das ist hier eine andere Geschichte. Aber dein Gegenüber sieht dich hier so als die Herrscherin, egal ob Mann oder Frau, ja, du bist hier die Herrscherin und hast auch so ein Königreich dir aufgebaut, erschaffen und du bist eine sehr gute Herrscherin, ja, eine sehr gute Herrscherin. Vielleicht hast du Probleme, vielleicht hast du Schwierigkeiten, dein Gegenüber hat auch schon das gemerkt, ja, aber im Grunde genommen bist du die Herrin oder der Herr der Lage geblieben, trotzdem. Dein Gegenüber empfindet dich, als würdest du hier etwas auch zurückhalten, nicht alles sofort offenbaren. Du behältst einiges für dich zurück. Du hältst dich auch in vielerlei Hinsicht zurück. Du gibst vielleicht, du hast dich deinem Gegenüber zum Beispiel nicht komplett geöffnet, ja, so empfindet das er oder sie hier, dass da noch oben etwas nicht gezeigt wird, dass da über etwas nicht gesprochen worden ist, dass du vielleicht aufgrund von Ereignissen, die aus der Vergangenheit stammen, ja, irgendwelche Dinge in der Vergangenheit passiert sind, deswegen hältst du dich zurück, deswegen bist du vorsichtig, er oder sie sieht dich hier auch als sehr vorsichtigen Mensch, aber das kommt dir zugute, ja, das wirkt sich positiv auf dich aus, das hält dein Gegenüber von dir, also so sieht dich dein Gegenüber, ja, und du kannst auch hier sehr viel machen, du möchtest auch viel machen und du hast entweder, wie gesagt, schon viel erreicht oder wirst noch viel erreichen in den Augen von deinem Gegenüber. Die Welt, ich komme jetzt zu der Welt, also ein neuer Zyklus in deinem Leben wird beginnen oder hat schon begonnen, so sieht das dein Gegenüber, dass du irgendwie von Neuem angefangen hast, dass du irgendetwas anders machst, vielleicht hast du irgendwie eine neue Arbeitsstelle, vielleicht hast du eine neue Wohnung, vielleicht möchtest du eine neue Wohnung, vielleicht möchtest du irgendetwas neu anfangen, ja? Vielleicht etwas Altes neu machen, das kann auch hier so sein. Das denkt dein Gegenüber, dass du jetzt einiges vorhast, auf jeden Fall, ja? Du hast in den Augen von deinem Gegenüber viel vor.
Und du kannst auch hier, wenn du möchtest, kannst du sofort neu anfangen. Deswegen kommt es mir auch so vor, weil die Herrscherin, sie ist schon so gesetzt, ja, aber du bist nicht starr, du bist flexibel, du kannst auch noch hier, egal wie alt du bist, in welcher Situation du dich befindest, für dein Gegenüber kannst du hier auch irgendwie was Neues machen, viel, viel Neues erleben, Sachen vielleicht, wo man denkt, das geht nicht weiter, ja, kannst du trotzdem irgendwie weiterführen auf eine andere Art und Weise und hast da auch Erfolg. Also dein Gegenüber sieht dich sowieso als einen erfolgreichen Menschen, ja. So stellt sich das hier für mich da in den Karten. Und dein Gegenüber hier mit dem Rad des Schicksals, ja, das Rad des Schicksals zeigt sich hier in dieser Legung. Dein Gegenüber hat hier so das Gefühl, dass das Schicksal euch zusammengebracht hat. Ja, das muss nicht unbedingt romantisch sein. Das kann hier auch irgendetwas anderes sein, zum Beispiel beruflich, freundschaftlich, familiär. Aber ihr gehört auf irgendeine Art und Weise zusammen. Also das ist nicht von ungefähr, dass ihr zum Beispiel zusammen seid, zusammen wart, dass ihr irgendwie noch eine Verbindung zueinander habt, dass du einfach im Leben von deinem Gegenüber bist. Das ist etwas Schicksalhaftes. So sollte es sein, so muss es sein. Und das ist die Sicht von deinem Gegenüber, ja, auf dich, eure Verbindung, das, was euch verbindet. Und was ich hier noch so habe, ich sehe auch hier, dass dein Gegenüber denkt und das Ganze auch so sieht, dass ihr noch eine Zukunft habt, gemeinsam, egal was für eine Konstellation da jetzt zwischen euch beiden ist, ja, egal wie ihr zueinander momentan steht. Dein Gegenüber sieht hier eine Zukunft mit dir, welcher Art auch immer. Kann romantisch sein, kann freundschaftlich sein, ja, beruflich. Aber eine Zukunft sieht dein Gegenüber hier. Und falls es wirklich ziemlich irgendwie kompliziert ist zwischen euch beiden, ja, oder sie hat hier so das Gefühl, die Hoffnung oder weiß es ganz genau, ja, das kann variieren, diese Einstellung hier, aber es geht hier darum, dass dein Gegenüber hier eine Verbesserung in eurer Verbindung sieht, dass das so eintreffen wird, dass das Schicksal es gut mit euch meint. Für einige habe ich hier sowas wie ein Neubeginn, ein Neuanfang in dieser Verbindung. Vielleicht ist es ein Ex, ja, kann sein. Oder jemand, von dem du schon lange nichts mehr gehört hast. Oder jemand, der sich zurückgezogen hat. Kann auch hier so sein, ja. Und da sieht dein Gegenüber hier einen Neuanfang. Die Geschichte kann von neuem beginnen. Sowas habe ich hier. So sieht das Ganze dein Gegenüber mit dir. Ja, so steht er oder sie zu dir. Es wird weitergehen mit uns beiden. Ja, das Rad des Schicksals wird sich drehen. Das wird hier weitergehen. Er oder sie merkt hier auch, dass das ist hier. Nicht alles ist möglich, ja, nicht alles ist möglich. Man ist irgendwo auch eingeschränkt. Ich habe hier so Einschränkungen. Vielleicht hältst du dich zurück, wie gesagt. Und das kann auch sein, dass dein Gegenüber das Ganze so sieht, dass da irgendwelche Schranken, Beschränkungen sind. Und da muss man irgendwie damit umgehen können. Das muss man vielleicht sogar aus der Welt schaffen mit diesem Neuanfang, Neubeginn, ja. Diese Beschränkungen fallen lassen, diese Beschränkungen aufheben und neu anfangen, sozusagen. Weil ich habe hier eine alte Geschichte, die neu anfängt. Sowas habe ich hier im Kartenbild, ja. Und die Acht der Schwerter, das ist hier auch sowas wie das Gefühl haben oder dich so ein bisschen so sehen, dass du dich auch irgendwie einschränkst selber. Vielleicht hast du in deinem Leben irgendwelche Verpflichtungen. Ja, das kann hier so sein. Und diese Verpflichtungen sind nun mal da und du musst diesen Verpflichtungen gerecht werden und das blockiert dich und hindert dich an irgendetwas oder an dieser Lockerheit, Leichtigkeit vielleicht mit deinem Gegenüber. Ja, so sieht das dein Gegenüber. Ja, vielleicht gibt es diese Beschränkungen gar nicht, aber dein Gegenüber sieht das hier so.
Und ja, die vier der Münzen, das ist hier im Allgemeinen, sieht dich dann gegenüber, beziehungsweise diese ganze Geschichte hier mit euch beiden, als etwas Stabiles, vielleicht sogar etwas, was festgefahren ist. Ja, und deswegen das Rad des Schicksals, das soll sich mal bewegen hier. Das Ganze soll mal in Bewegung kommen, in Bewegung geraten hier. Ich werde noch hier eine Karte auf das Rad des Schicksals legen. Und dein Gegenüber sieht dich aber auch hier so, als würdest du genug haben. Ja, irgendwie genug. Genug Geld, genug Ressourcen, genug von dem, was du brauchst. Es ist vielleicht nicht im Überfluss da, aber es ist genug. Du bist auch vielleicht für einige, ich habe das nicht für alle, aber dein Gegenüber sieht das Ganze so dich hier, als wärst du so genügsam. Ja, du erwartest schon etwas, aber nichts Unmögliches. So sieht das Ganze dein Gegenüber, dass du hier schon arbeitsam bist und auch das, was du hast, das, was du hier dir aufgebaut hast, möchtest du auch nicht verlieren. Vielleicht hältst du auch hier, dein Gegenüber sieht es so, das ist für einige hier, du möchtest vielleicht das Ganze nicht hier verlieren, die ganze Geschichte mit deinem Gegenüber oder dein Gegenüber oder die Situation, ja. Du möchtest das festhalten, du hältst daran fest, du lässt vielleicht auch irgendwo nicht locker. Das kann auch hier für einige eine Bedeutung haben, aber das habe ich nicht für alle, ja, dass du irgendwie nicht locker lässt. Vielleicht bist du auch jemand, der einfach ein Ziel hat und das Ziel verfolgt, das Ziel nicht aus den Augen lässt und deswegen lässt du nicht locker, weil du möchtest ja das haben und deswegen verfolgst du einfach dieses Ziel und deswegen möchtest du auch alles irgendwo geordnet haben, unter Kontrolle vielleicht sogar, was in einem gesunden Rahmen nicht schlecht ist, wenn man sozusagen alles überblickt, ja, alles im Blick hat und hier weiß, was Sache ist. So sieht dich auch dein Gegenüber, ja, dass du weißt, was Sache ist. Eine bestimmte Kontrolle auch in deinem Leben, ja, das ist natürlich gut, nicht? Weil wenn alles aus dem Ruder läuft, dann ist es natürlich nicht so toll. Ja, ich wollte noch eine Karte auf das Rad des Schicksals legen. Wie steht dein Gegenüber zu dir? Der König der Stäbe. Entweder ist hier dein Gegenüber König der Stäbe oder du bist der König der Stäbe für dein Gegenüber. Feurig, leidenschaftlich, dein Gegenüber sieht diese ganze Situation mit dir auch irgendwo in so einem feurigen, leidenschaftlichen Licht. Ja, es ist, hier kann man auch sagen, es ist viel möglich. Es ist noch viel möglich. Es wird auch viel möglich werden. Das Ziel, wir haben hier vielleicht sogar denkt dein Gegenüber hier so, wir haben das gleiche Ziel, wir haben ein gemeinsames Ziel, ja? Wir sind leidenschaftliche Menschen. Du bist leidenschaftlich, ich bin leidenschaftlich. Und ja, das hat natürlich positive Seiten, negative Seiten, aber im Endeffekt bringt uns das Ganze weiter. Das bringt uns hier weiter. Diese leidenschaftliche Seite, ja, von dir, von deinem Gegenüber, vielleicht auch von euch beiden. Und dein Gegenüber sieht das Ganze so, dass, wie gesagt, das ist schicksalhaft. Steckt etwas dahinter. Da ist ein Ziel, ein Sinn steckt irgendwo dahinter. Und das wird auch im Endeffekt erreicht werden. Ja, vielleicht wird es nicht leicht, aber man wird schon zum Beispiel zusammenkommen, auf den grünen Zweig kommen. Da ist noch viel drin, da steckt noch viel drin. Ja, da ist viel möglich für dein Gegenüber. So sieht dein Gegenüber das Ganze mit dir. Ja, ich bin am Ende dieser Legung, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast. Und ja, wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, du kannst liken, du kannst auch mir einen Kommentar schreiben, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.